Good morning in the morning bei frische 7 Grad im Saarland. Ja, die Heizung habe ich jetzt 8 Mal an seit 2 Tagen. Es wird nämlich, wie gesagt, frisch. Ja, die Zeiten, wo man kann im T-Shirt und Kotzbuchs draus rumlaufen, sind leider vorbei. Von dem einen Monat jetzt im August, wo es wirklich super Wetter war. Gut, es war noch ein paar Tage im September schön Wetter. Aber jetzt knallt von einer Sekunde auf die andere voll der Herbst drin. Ich weiß, es gibt Leute, die freie sich drüber, ich aber nicht. So, was steht an? Ich fahre zu meiner Mutter, hol die ab und dann fahren wir nur eine Kaie. So. Oh, was? Ich filme. Guck mal, was sind gar kein Globus Berliner da. Ach, gutes von da. Bäckerspilz. Das ist also doch für die Familie Bäcker gut geeignet, oder? Kurzer Besuch im Globus in Neikaie, ganz anders da wie in St. Venel. Ist ja nur einstöckig, ist auch fast nur Lebensmittel. Ja, gerade noch roh ist er Kaff. Die schmecken eigentlich wie in St. Venel. Meinem Auto. Ja, schön Wetter draußen immer noch. Zwar wolkig, aber blauer Himmel, 15 Grad, es regnet nicht. Dann habe ich mal gedacht, ich fahre mal noch ein bisschen durch die Gegend. War ja halt morgen mit meiner Mutter in Neinkai gewesen und die da zum Doktor gebracht. Wir sind auch noch bei Globus in Neinkai gegangen. Das hat er vielleicht gesehen in dem Video. Ja, und dann habe ich mit meiner Mutter noch ein bisschen geräumt. In der Garage, im ehemaligen Lager von meinem Vater. Und habe einiges dann zum Wertstoffhof gebracht. Ja, es wird immer weniger an Sachen, die aussortiert werden müssen, die mein Vater, ach, ruhig schon nicht kenne. Vor Jahren, wie er in den Ruhestand gegangen ist, entsorgt hätte kenne. Ja, so ist das halt. Jetzt bleibt es an meiner Mutter hängen. Oh, ich bin jetzt hier auf der BN40 und bin auf dem Weg zu einem altbekannten Platz. War ich schon einige Male gewesen, war aber jetzt dann schon Monate oder Jahre nicht mehr gewesen. Ja, ich bin am Gucke, ob ich was entsprechendes finde tun und was zeige ich euch, wenn ich dort bin. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich bin halt mal ohne Schienen unterwegs. Die sollte ich eigentlich 4 Wochen, 24 Stunden dran. Ja, es sind jetzt über 3,5, oder knapp 3,5 Wochen, die ich sie dran, aber die nerven mich. Es ist auch kälter geworden und ihr wisst ja, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich komme mit meinem normalen Schuh, mit Schienen, das passt nicht. Ja, und jetzt bei dem Wetter mit Sandalen rumlaufen, da habe ich echt keinen Bock drauf. So, jetzt fahren wir mal Winterbach ab. Winterbach abfahren stimmt nicht ganz. Ich fahre St. Venel ab und fahre natürlich Richtung Winterbach. Ich hoffe, man sitzt. Wir sind in der Ortschaft und fahren sogar unter Tacho 50. Also die Leute schleichen großteils immer schlimmer da rum. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung brauchen wir eigentlich nicht, weil die Leute begrenzen den fließenden Verkehr von sich aus.
Ich fahre ja 8 Jahre sparsam, aber ja, wenn sich die Tachonordel in Richtung 40, was okay echte 40 sind, in der Ortschaft bewegt, dann naja, nichts für mich. Und dahin ein Blick auf den Schaumberg mit dem Schaumbergturm durch meine dreckige Scheibe. Ja, und schon sind wir in Asweller. Und der Schleicher vor mir, der ist jetzt hier die kurvereiche Straße mit der Halbautobreite über die Mittelstreife gefahren. Ist natürlich auch geil. Gut, zum Glück ist kein Gehverkehr kommen. Da rumschleiche und dann wie ich Sau fahre. Also hat man Gehre. Ich weiß nicht, ob ein älteres Semester dran huckt. Ich weiß es nicht. Oh, und ich habe jetzt nicht geblinkt, wo ich hier abbiege. Ah, shame on me. Stoppi. Jo, ich sage jetzt extra okay, so. Ich bin jetzt so in Tholey Richtung Demminge abgebaut und gleich fahre ich beim Dacia-Händler des Vertrauens vorbei. Und zwar gehen jetzt Grüße raus an Tanja und Rainer. Ja, wenn man Richtung Demminge fährt, wo kennt man dann hinkomme? Da auf dieser Kurvereichstrecke mit 70. Genau, ich verrate es euch, ihr habt es ja vielleicht eh schon im Videotitel gelesen, wenn ich es reingepackt habe. Ich fahre mal zum Fingerech. Und zwar will ich gucken, ob es am Fingerech nochmal Labyrinth gibt, also Maislabyrinth mit einer Form drin, wo man kann als Labyrinth benutzen. War mal mit der Familie auch schon öfters gewesen. Letztes Jahr gab es kein Maislabyrinth. Ob es dies Jahr eins gibt, weiß ich nicht, konnte ich im Internet nicht rausfinden. Und weil ich es nicht rausfinden konnte, fahren wir halt mit dem Auto hin. Weil soweit ist das ja von mir aus nicht entfernt. Und ja, wenn sich was ergibt, es gibt ja auch noch die Foto-Challenge vom Daniel Nitze. Das Thema ist Landschaftsfotografie oder Naturfotografie, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich gucke am besten gleich mal nochmal nach, aber jetzt muss ich die Kamera wegpacken, weil da kommt der Radfahrer auf meiner Spur. Natur im Saarland, natürlich mit Windrädern und ich bin gerade über Heubohr von einem Saarbrücker Motorrad. Wir haben hier eigentlich 50, yeah! Ja, ich habe mir gerade nochmal nachgeguckt, das Thema ist Naturfotografie. Und da passt ja alles Mädchen drunter, haben sie ja im Livestream gesagt. Und jetzt bin ich mal gerade rechts rangefahren und zeige euch mal ein bisschen von der Natur da im schönen Saarland, im Landkreis St. Wendel. Ja, da blüht der Raps hinter mir, aber ich mache mich jetzt nochmal zu meinem Auto auf und das steht da hinne. So, ich bin gerade am Fingerech angekommen und ich hoffe, man versteht mich. Und ich hoffe, man versteht mich auch gut, weil ich bin jetzt mal aufs Funkmikrofon mit dem Puschel gewechselt. Neuer CM28, was ich ja in den letzten Monaten eigentlich nur noch benutze. Wenn ich irgendwelche Aufnahmen mit Funkmikro mache oder irgendwas am Computer vertone, ja, ich muss mein Holy Land Lark MN-Small verkaufen. Ja, der Wind geht, habe an der Fahne gesehen. Da sind auch noch die Blätter, die sich bewegen und die Windräder, wo sich drehe. Ja, wenn man jetzt schwenke, das wo früher mal das Maislabyrinth war, ist jetzt nichts. Aber macht ja nichts. Fingerech ist ja immer schön für sich mal anzugucken. Hier gibt es ja die Gärte. Und dann würde ich sagen, spazieren wir einfach durch die Gärte. Dann mache ich noch das ein oder andere Foto. Und da habe ich die Foto-Challenge von Daniel ja auch noch gemacht und auch filmig begleitet. Ja, da hinten sind die Ziege. Ich muss auch mal aus dem Licht rausgehen, aus der Sonne, dass sie mich nicht so blendet tut. Die Ziege da hinten. Und die Esel und ein paar Schäfer sind auch noch da. Aber wenn ich das da sehe, dann denke ich immer an die Szene damals mit meiner Tochter. Die Ziege macht mir Angst. Und da sind dann noch ein paar
Was sind da? Kleine Hinkel oder was? Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Versuchen wir ein bisschen hier ans Gitter zu gehen. Da sind ein paar kleine Hinkel und dahinter sind noch Hase. Weil wir haben hier Rabbit Castle. Na ihr? Hallo? Bitte nicht füttern. Und wir sind ja hier in Hobbelhause. Wobei die Hoppler, die Hase sind ja eigentlich relativ wenig. Oder hinten sind ein paar Weiße. Also ideal für Zauberer. Ja, der Wind geht wirklich nicht so angenehm. Dann gehen wir mal weiter. Oh, hier wird man ja auch überwacht. Videoüberwachung. Aber Stoppi filmt ja zurück. Da ist übrigens Wohnmobilstellplatz, hat ja Meilen Mike auch schon ein paar Mal in ihre Videos erwähnt oder Stories auf Instagram. Ja, Mikrofonhalter ist gerade abgegangen. Moment. Ah, nochmal Rindstecke. Ja, aber an der Stelle dann noch liebe Grüße an Heidi und Mike. Ja, gehen wir hier runter. Willkommensregion Neinkeia. Ja, das ist gut an einem Funkmikro. Ihr müsst mich jetzt auf jeden Fall gut verstehen können. Und ich bin auch so 3 Meter von der Kamera weg. Guter Stahl aus dem Saarland. Ja, wer sich jetzt eigentlich freut, wie es mit meinem Fuß geht. Es geht. Hat manchmal immer noch ein unangenehmes Gefühl, eine Knacke. Aber gesagt, ich habe jetzt von mir aus entschieden, die Blödschienen da wegzulassen. Wir stehen jetzt gerade hier im Garten. In der Gartenanlage vom Finkerech. Warte, ich drehe mich mal gerade. Ui. Neibank, Aldi Bank, Neibank, Aldi Bank. Auf jeden Fall sehen sie alt aus. Ja, gehen wir mal dahinter ein bisschen an der Blümchen vorbei. Rose, alles andere kenne ich nicht so. Vielleicht mache ich mal noch ein Bild davon. Ja, und vor mir so braune Haufe. Nee, es ist keine Scheiße. Aber was ähnlich ekliges, wenn man Rind redet dort. Ein Haufe Schnecke. Nacktschnecke. Auch in den Nacktschnecke mache ich auch noch ein Bild. Ja, und natürlich mit Makro. Ich bin ja wieder mit dem Handy am Start. Und Makro heißt ja, man muss ziemlich nah rangehen. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, fototechnisch, bin ja kein Fotograf, war ich ja nie. Ich bezeichne mich eigentlich nur als Knipser. Auf jeden Fall bin ich immer noch mit meinem Poco X3 NFC unterwegs. Das Handy habe ich jetzt seit mittlerweile fast genau 4 Jahren. Es leistet mir immer noch jede Tag treue Dienste, aber vielleicht mache ich da auch mal ein separates Video drüber. Im Hintergrund von mir sieht man die Büchertelefonzelle. Da gehen jetzt mal ein paar Grüße raus an Simone von der Weser, die sich ja auch manchmal an so Büchertelefonzelle indeckt. Und was steht da? Liebe Finkenrecht-Gäste. Komm, wir machen mal gerade die Tür auf. Dann gucken wir mal, ob man hier was Besonderes entdeckt. Oh, das sind DVDs. Oder Blu-Rays. Cool, Iron Man 3. Ah,
den habe ich selbst mit meinem Sohn geguckt. Aber mein Sohn, oh, Iron Man. Ha, den erhole ich mir doch. Glatt mit, ich habe leider nichts zum Tauschen dabei. Ach, nimm mal doch raus, ey. Das ist echt cool. Blu-ray. Ja, wie gesagt, leider habe ich nichts zum Tauschen, obwohl ich hätte noch ein paar Bücher, die ich gerne drin mache. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal daher, aber die Blu-ray Iron Man ist mir und Jonas, die gucken wir demnächst, oder? Würde ich mal sagen. Ich hoffe, man kann mich noch sehen. Ich habe mich mal gerade hier auf die Sinnesbank geflänzt. Schönes, schattiges Plätzchen. Wäre es hier, wenn die Sonne scheine wird, mit dem... Gott, was ist denn das da? Ach, da steht's ja. Eine Platane ist das. Ja, die Platane über mir. Das Schilf oder was weiß ich vor mir. Hinter mir schöne Heck. Echt schöner Ort. Ich weiß noch, ich habe ein paar Bilder, wo ich mit meiner Familie da war. Mit meinem Sohn, mit meiner Tochter. Da war meine Tochter noch ganz klein, ich glaube so knappe Jahr alt. Da sind wir da spazieren gegangen und haben uns da auf die Sinnesbank geflänzt. Und meine Frau hat ein Bild davon gemacht. Nee, also ich habe das Bild gemacht mit meiner Frau, meiner Tochter. Wenn nicht, blende ich es auch noch gerade in. Aber jetzt heißt es für mich, nochmal runterkommen von der Sinnesbank. Aha! Ach, geht doch. War gar nicht so schlimm. Und weiter geht's hier. Nur die Sinnesbank. Ich bin hier eigentlich ganz allein. Oh, da hinten ist noch eine schöne Skulptur, würde ich mal sagen. Von einem Schmetterling. Sieht auch sehr interessant aus. Ich glaube, davon mache ich auch ein Bild. Ja. Ich habe mal Format, Moment, eingestellt. 3:4. Sieht ein bisschen blass aus. Aber das kann man bestimmt auch noch ein bisschen noch bearbeiten. In Lumina 4. Ich komme auch mal ein bisschen runter, damit man andere Perspektive kriegt. Und weiter geht's. Hier durch die Garde. Ich sage, das Licht ist halt nicht mehr so schön. Wird auch vielleicht ja, bald dunkel. Ich weiß gar nicht, was Uhr wir haben. Moment. 18.30 Uhr haben wir jetzt. Ja, die Blümchen sehen natürlich nicht mehr so schön aus. Hatte ich ja erwähnt. Sommer ist ja eigentlich vorbei. Ach, wenn er im Saarland eh nur kurz war. Der August war wirklich schön, da konnte man nichts dagegen sagen. Anfang September vielleicht auch noch, also so ungefähr 5 Wochen hatten wir vielleicht Sommer. Weil alles, was vor August war, ja, war ja eigentlich nur rainerisch. Ja, fingerisch ist halt wirklich sehr angenehm. Immer für einen kurzen Ausflug gut. Kann natürlich nicht mit dem Wörth gehen, der Wörlitzer Park anstinken oder keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, was noch da auf YouTube im Repertoire ist von anderen YouTuber, wo sie hingehen. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber es ist trotzdem sehr entspannend, da mal hier ein bisschen durchzugehen. Gerade wenn man jetzt hier so allein unterwegs ist wie ich. Ja, wieder so eine Metalltafel aus gutem saarländischem Stahl. Ein Bänkchen zum Ausruhen. Mülleimer. Da vorne kommen auch noch mal ein paar Blümchen. Aber ja, die gehen sogar noch. Ich bin auf dem Weg her, ach, an einige Sonneblumenfelder vorbeigefahren. Allerdings waren die dann nämlich so schön, eigentlich total verblüht. Aber von denen orange Blume kann ich auch noch ein Foto machen. Ach, am besten mal noch ein komplettes Bild.
Ahorn, oder? Würde ich mal sagen. Weil hier haben wir ja die schöne Ahorn-Nashörner, die man sich früher auf die Nase geklebt hat. Ach ja, da steht so. Baum des Jahres 2015, Feldahorn. Ja, ein bisschen bin ich schon vom Land und kenne mich halt dort mit aus oder achtet. Oh. Und da oben haben wir noch zwei total geile Sinnesbänk. Die sind nämlich schön bunt und da hat man auch ein Fenster, wo man durchgucken kann. Ja, ich gehe mal. Oh, durch den Gang da muss man gehen. Ey. Und jetzt gehe ich da wie Gladiator. Aber ich glaube, ich muss eigentlich nur mal mitholen. Und ich will nicht so weit laufen. Ne? Und wieder eine Nacktschnecke. Und noch eine Nacktschnecke. Gott, ich finde ja die Nacktschnecke absolut ekelhaft. Wenn man mal da rintretet tut, dieses schleimige Teil, das hängt ja so zwischen Profil rum, macht dir Spaß. Und da sind die Sinnesbänke. Oben sind die Wolke ein bisschen dunkler. Und was das heißt, merke ich jetzt gerade auch, es tripst nämlich. Oh, leck. Naja, Action Cam ist ja prinzipiell wasserdicht, aber nicht, wenn man ein externes Mikrofon mit Kabel angeschlossen hat. Naja, im Moment rennt es ja nicht so stark. Wird man also überleben, würde ich sagen. Oh, der Wind ist aber auch noch mal ein bisschen stärker. Ungemütlich. Ja, vielleicht hatte jemand Bock, ein bisschen Schach zu spielen. Und das sind auch ein paar Sinnesbänke. Das da ist eigentlich auch geil, oder? Ein Taschentuchbaum aus Westchina. Ah, noch mal Bild machen. Ja, mittlerweile rennt es jetzt doch ein bisschen mehr. Und auch wenn hier ein paar Bäume sind, die schützen mich nicht so richtig vorm Rennen. Naja, ein bisschen zeige ich euch noch vom Fingerrecht und dann geht's ab ans Auto. Wir sind nämlich jetzt im japanischen Dell, würde ich sagen. Ein bisschen mit Sternengarte. Ja, so unerkennbar langlaufen, aber ich gehe jetzt mal hier vorbei. Wenn er ein paar Troppe auf den Linz ziehen. Das sieht auch noch schön aus, das Wäschelte. Und gehen wir hier vorbei. Da hat man auch ein schönes Bänkchen, wo man sich kann hinhucken. Mülleimer. Ist alles ganz schön da. Ja, von dem Rennen hört man natürlich jetzt mit dem Funkmikrofon nichts. Hier schwenke ich Amo River. Ich glaube, man hat schon Troppe auf der Kamera. Hier so ein paar japanische Heiße. Da stelle ich die Kamera auch nochmal hin und mache ein Bild. Aber hier reicht 3:4 nicht aus. Da will ich hier 9:16 an. Aus der Position. Ja, ihr Leute, mir rennt es jetzt zu viel. Ich spreche jetzt ab. Ich tue das Video beende. Wenn alles geklappt hat, dann hat er gesehen, wie ich halt morgen in Nainkai war. Premiere für mich zum ersten Mal im Globus in Nainkai. Habe ich mit dem Besuch mit meiner Mutter dort verbunden, weil ich sie zum Doktor gefahren habe. Ja, und jetzt am Nachmittag, späten Nachmittag zum Fingerrecht da gefahren, um zu gucken, ob es Sabirint noch mal gibt dieses Jahr. Hat er gesehen,
jetzt dies Jahr nicht. Und ich habe den Besuch daher gerade noch mit der Foto-Challenge vom Daniel Nitze verbunden. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr dürft es gerne liken, mich abonnieren und über einen Kommentar freue ich mich ganz besonders. Bis dahin, macht's gut, bleiben gesund, euer der Funkstoppschild TV. Hallo? Ich hoffe, ihr kennt es Rehre. Ich habe das Funkmikro abgemacht. Ja. Funkmikro abgemacht. Jetzt geht's nochmal zum Auto. Ja, wie gesagt, sieht ja schön aus da, oder? Da ist schon wieder eine Nacktschnecke auf dem Boden. Ich hoffe auch, dass ich mein Funk, Mikro, Sender und Empfänger nicht verliere tun, weil das wäre fatal. Weil, ja, verliere du doch eigentlich Murat. Grüße gehen auch an dich raus, mein Lieber.